mal eine Vorbemerkung, die Besonderheiten der Aufklärung in der Habsburger Monarchie, zum Unterschied von dem, was in Preußen oder sonst wo war. Zweitens, biografisches Zusammenfassen. Das ist eine eher, sagen wir ja, Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie Sonnenfels hier auch in der Literaturgeschichte, Theatergeschichte behandelt worden ist und behandelt wird. Und dann am Beispiel sozusagen zweier Werke, nämlich zum einen der Briefe über die Wienerische Schaubühne und zum anderen eines wenig beachteten Werks von Sonnenfels über den Geschäftsstil, seine Tätigkeiten in Bezug auf Sprache und Literatur und Künste überhaupt und seine Versuche, in Wirklichkeit westliches Denken, nämlich englische Literatur und Philosophie und auch französische Aufklärung. Das wäre nett behandelt, das nur zu erwähnen, dass Diderot und D'Alembert von ihm rezipiert werden. Ja? Das hat hier in dem Land, außer Kaunitz oder so, kaum jemand gewusst und gekannt. Ja? Also vielleicht, wenn man den Index des Vatikan studiert hat, weil man vertraut damit. Beginnt damit also die Besonderheiten der Aufklärung in Österreich und in der Habsburger, um präziser in der Habsburger Monarchie. Zunächst, Aufklärung und Geschichte der Aufklärung ist nicht bloß eine Geschichte der Ideen. Das ist einmal das Erste, man könnte sagen, das Geistiges, ja. Und gerade die Habsburger Monarchie ist ein Beispiel dafür, das kann gar nicht behandelt werden als eine Geschichte der Ideen. Da hat man dann überhaupt nichts verstanden. Zweitens, in der Habsburger Monarchie unter Maria Theresia findet statt ein gewaltiges Staatskrisenmanagement. Um das noch einmal zu vergegenwärtigen, bitte mich zu korrigieren, ich habe das jetzt nicht so genau ausgeklärt, aber 1740 quasi Regierungsantritt und eigentlich fällt sozusagen halb Europa über die Habsburger Monarchie her und man ist dabei, das zu zerstückeln. Ja? Es gelingt es einigermaßen abzuwehren, aber zum Beispiel der böhmische Adel desertiert zu den Bayern, das wird in der normalen Geschichtsschreibung dann behauptet. Ich habe das auch noch von Bernie Anderson, ja, der betont das, weil für jemanden, der das von außen betrachtet, diese seltsamen kontinentalen Spielereien, ist es schon erstaunlich, dass ein halbes Reich einfach übergeht. Die Maria Theresia stellt dann die Adeligen nachher zur Rede und die schreiben ja zu, ja, Majestät, also frech eigentlich. Ja. Also das ist für einen Engländer überhaupt unmöglich. Ja. Wieso wurde nicht geköpft, gevierteilt und so weiter? Ja. Die Vorstellung, dass in der Zeit, ja, ein Adeliger dem Herrscher, oder ein paar Jahrhunderte vorher, dem Herrscher zurückschreibt, ja, das schreibt zurück, Majestät konnten uns ja nicht beschützen. Und damit wir unsere Güter und Leib und Leben sicherten, haben wir uns halt, haben wir an den Treuheit, den Bayerischen hergesprochen. Also die waren noch frech, ja. Also nicht nur, wenn sie gesagt haben, gut, bitte, tu das Lad, wir haben es jetzt so gemacht, jetzt sind wir eh wieder da oder so irgendwas. Aber die haben frech gemacht. Also dieser Adel war in Wirklichkeit, das ist interessant, nicht die soziale Basis der Habsburger Monarchie. Die soziale Basis der Habsburger war militärische Gewalt seit der Gegenreformation. Und sonst gar nichts. Ja? Und dann jetzt die neu aufgebaute Bürokratie. Und das ist dieses Staatskrisenmanagement und zweitens, damit verbunden eine Summe von oft radikalen Reformen. Und im Zusammenhang damit Prozesse der Aufklärung als gesellschaftliche Veränderung. Aber der Ursprung sind Staatskrisenmanagement und Reformen. Im Zusammenhang mit den Reformen wird geschaffen ein neues Berufsbeamtentum. Und dieses neue Berufsbeamtentum, und das unterscheidet es von allen Preußen, von Russland gar nicht zu reden, braucht man gar nicht behandeln, dieses neue Berufsbeamtentum entwickelt nun seltsamerweise ein gewisses Maß, und zwar ein hohes Maß, an Eigenständigkeit im Denken und im Handeln.
Vielleicht muss man die eine Kleinigkeit noch erwähnen. Im Verlauf dieser frühen Konflikte ging Schlesien verloren. Das war nicht nur ein geografischer Reichsteil, ja, sondern einer der reichsten Teile da. Ja. Also es war ein ungeheurer ökonomischer Verlust und nicht nur ein politischer oder ein Prestigeverlust, sondern wirklich ein ökonomischer Verlust, so wie später die Lombardei, der Toskana oder sowas, was da verloren gegangen sind, Gebieten in Italien, das war wirklich schwer. Das heißt, alle Reformen haben eigentlich zunächst stattgefunden unter dem Aspekt von, wir wollen Schlesien wieder gewinnen. Und ich komme immer als alter Beamter, komme dann immer mit dem Beispiel, waren die Beamten, die nun eigenständig zu denken begonnen haben, und zwar von Kaunitz abwärts, waren die Maria Theresia, irgendwas war ja zu radikal, haben sie heute halt erklärt, Majestät, es geht um Schlesien. Ja, bis heute, wenn man, heute ist es wurscht mehr, aber bis vor noch 30 Jahren oder so, wenn man Minister was beibringen hat wollen, hat man sich ausgedacht, was dem Minister oder der Ministerin besonders wertvoll war. Und dann hat man gesagt, Herr, Frau Minister, es geht um. Ja? Und dann hat man halt alles Mögliche unterbringen können unter dem Aspekt von, das wollen Sie ja ohnehin als Wichtiges. Ja? Und als kleiner Bestandteil dieses wirklich Wichtigen, ja, sollte auch das passieren. Das haben die damals gewiss auch gemacht, ohne dass uns das jetzt im Einzelnen überliefert sein muss. Sagt das Bild. Ja. Wenn wir aber jetzt diese sogenannte Epoche der Aufklärung, die ich lieber als eine Epoche eines Neukonstitutionsprozesses des modernen Staates in der Habsburger Monarchie bezeichnen würde, oder als einen gewaltigen Versuch einer Zivilisierung einer Gesellschaft, wenn wir das adäquat verstehen wollen, dann müssen wir einen kurzen Rückblick machen. Keine Angst, ich rede jetzt nicht lange, den Rückblick zur Gegenreformation. Die Gegenreformation um 1600 war keine religiös-missionarische Sache. Ja, es sind nicht Prediger aufgetreten und gesagt, zu den Protestanten, kehret ein, haltet euch, bedenket, ihr seid Ketzer, der liebe Gott wird euch in die Hölle jagen, wenn ihr auch wieder besinnt, nichts davon. Man muss eines vorausschicken, das, was das heutige Gebiet von Österreich, aber genauso Böhmen, Teile von Mähren und so weiter, all das war protestantisch. Und zwar Volk und Adel. Die Jesuiten haben im Raum von Bad Ischl sind bemüht festzustellen, mit der Gegenreformation, wie hoch der protestantische Anteil war, der war 98%. Ja. Also praktisch, wenn der Gegenreformator, der große Hermann Bahr hat das wunderschön geschildert, ja, wenn der Gegenreformator Ferdinand in Graz im Dom zur Messe ging, ja, dann war er ziemlich einsam. Da waren buchstäblich von ihm eingeführte Geistliche, Leute, die wahrscheinlich Spanisch gesprochen haben und in spanischer Tracht aufgetreten sind oder so. Und ansonsten hat nicht einmal der Adel, normalerweise machen die ein Gesichtsbot bei einem Herrscher, die waren nicht dort. Ja? Also man kann verstehen, dass er irgendwo das ändern wollte. Nein, also Scherz, das ist jetzt ein Scherz. Ja? Sondern man muss sich vorstellen, er war isoliert von Adel und Bevölkerung, von den Ständen, ja, die protestantisch waren. Es ist wenig auffällig, aber der Klagenfurter Dom ist gebaut worden von den protestantischen Ständen. Das ist das einzige Beispiel einer wirklich, aber immerhin, ein Dom, ja, wurde von den protestantischen Ständen gebaut, da ist dann katholisch übernommen worden. Also Protestantismus war der Standard. Ja. Katholizismus war eine Minderheitenangelegenheit des Herrschers, ziemlich einsam, ziemlich isoliert, nur mit dem Ausland verbunden. Um 1600 oder kurz vor 1600 beginnt Ferdinand in der Steiermark die Gegenreformation. Das kann man dort sehr schön deutlich zeigen, bis heute, oder sehen. Wenn man in winkeligen Gassen eine Kepler-Gedenktafel findet, ja, dann ist der Kepler ist bekannt, ja, der ist dort vertrieben worden. Aber das Wesentliche war,
dass protestantische Handwerker, protestantische Kaufleute, alles, was, kann man sagen, heute würde man sagen, die Tüchtigen und die Fleißigen, ja, in dem Lande, sind nicht zwangskatholisiert, sondern einfach vertrieben worden. Ja. Die Stände sind politisch vernichtet worden. Ja. Und das Ergebnis der Gegenreformation überall war eigentlich eine doppelte Zerstörung. Eine Zerstörung der Ökonomie und Und zweitens eine Zerstörung der politischen Gremien, die noch existiert haben, nämlich der Ständeversammlung. Diese Vernichtungsaktion, Ferdinand soll gesagt haben, ihm wäre lieber, dass er über eine Wüste herrscht, denn über ein Land voller Ketzer. Und diesen Wunsch hat er sich erfüllt. Das geht weiter in den gegenreformatorischen Kreuzzug des Dreißigjährigen Krieges und endet damit, dass Zentraleuropa wirklich eine Wüste ist, ja, wo statistisch gesehen überall in den Städten von Prag bis daher, Linz, vergessen immer, aber Oberösterreich war in formeller Verbindung mit dem, was in der habsburgischen Geschichtsschreibung böhmischer Aufstand heißt, ja. Aber die böhmischen Stände und die Stände von Oberösterreich waren formell uniert. Das heißt, nachher auch die grausamste Bestrafung all dessen, auch die Vernichtung des protestantischen Adels. Einige der Adelsgeschlechter, die wir bis heute noch als Reiche kennen, ja, waren Profiteure dieser Aktionen, weil die sind enteignet worden. Aber das Interessante war, dieser neue gegenreformatorische Adel ist keine organische Klasse, die den Monarchen dient. Viele dieser Adeligen sind in Wirklichkeit Söldnerführer. Ja. Ein bekannter Name eines wesentlichen Politikers der Franzisko-Josephinischen Ära, Taffy, ja, ist eigentlich ein irischer Söldnerführer der Vorfahr gewesen, Taffy. Ja. Also wir können das nur am Namen verfolgen, aber diese Leute haben zwar waren Gewinnler, aber sie haben keine organische Verbindung mit dem Monarchen. Das ist das Einzige, was der Monarch am Schluss hatte, war eine einigermaßen professionelle Armee. Zunächst nicht einmal das bekanntlich bei Wallenstein, aber Ende des 17. Jahrhunderts gibt es eine ordentliche Armee. Nur das Problem, und das erlebt dann die Maria Theresia, man hat die Bauern, das ist nämlich wirklich die Zerstörer, das muss man auch sagen, Mitteleuropa um 1600 hat einen relativ hohen Grad der Alphabetisierung gehabt. Gottes Volk, nämlich die Protestanten, Gottes Volk war ein belesenes Volk, ja, kein dummes. Ja. Die katholische Gegenreformation hat alles platt gemacht. Österreichische Historiker schreiben dann ganz putzig, wenn sie das überhaupt wahrnehmen, dass da was stattgefunden hat, dann so komisch, die Adelsbibliotheken nehmen immer mehr ab. Ja. Also die haben das alles ist ja zerstört worden und nicht belassen werden. Auch der Adel war betroffen, wenn er protestantisch war. So, ich höre gleich auf zu, also irgendwie über diese finstere Zeit der Gegenreformation, aber wir müssen uns das vergegenwärtigen, meine ich, zu reden, wir müssen uns das vergegenwärtigen, weil einer der wesentlichen Faktoren der ökonomischen Zerstörung war nicht nur die Vertreibung von protestantischen Kaufleuten und Handwerkern, sondern vor allem, das wäre noch eine Minderheit gewesen, schlimm genug, aber vor allem eine abermalige Versklavung der Bauern. Um 1600 war hier und in Böhmen die Leibeigenschaft überwunden. Und Zentraleuropa war wie drei andere Regionen Europas, England, die Niederlande und Oberitalien. Um diese Zeit war dort überall die Leibeigenschaft überwunden. Daher waren diese Zonen, ja, die ökonomisch avanciertesten Zonen Europas, und kurz vor dem Take-off sozusagen, würde man sagen, oder würden Wirtschaftshistoriker sagen, zur industriellen Revolution und Beginn des Kapitalismus etc. Mit der Wiedereinführung der Leibeigenschaft, diese zweite Leibeigenschaft, die von österreichischen Historikern immer ignoriert, man hat das lesen müssen von Engländern, dann inzwischen ist schon rezipiert, aber so wie unter dem Aspekt von Escherwissen, weiß ja jeder, ja. Also es wird nicht extra erwähnt in der österreichischen Geschichtsschreibung, aber diese abermalige Versklavung der Bauern war eine Vernichtung der ökonomischen Entwicklung. Das heißt, in Wirklichkeit wurde
zwischen 1600 und 1650 Zentraleuropa verwandelt in ein rückständiges Gebiet, ein dritte Weltgebiet, ja, gemessen an den avancierten Zonen. Muss ich ja vor Augen halten, es hat dann auch bald Folgen gehabt. Die Niederlande, die übrigens erst 1648 völkerrechtlich anerkannt worden sind im Westfälischen Frieden, waren ein Weltreich. Ja? Die kleinen Niederlande, ein Rebellenland mit ein bisschen Einwohnern. Ja? Also absurd, wenn man sich das anschaut. Also auch ein bisschen auch in der Habsburger Monarchie hat es den Regierenden schon ein bisschen gedämmert, irgendwas kann da nicht ganz stimmen. Ja? Aber so war es halt. Das waren die Zustände. Und jetzt der Versuch, aus diesem rückständigen, primitivisierten, verdummten Land wieder etwas zu machen. Und wiederum vielleicht etwas banal, aber zutreffend gesagt, die Bauern sind so verdummt worden, dass sie unfähig waren, beim Militärdienst so einfache Verrichtungen ordentlich. Also wenn einer, der sozusagen so verdeppt worden ist, kann dann eine Muskete nicht mehr ordentlich bedienen. Ja? Und das war der Zustand. Das ist der Grund für die Einführung der Volksschule oder sowas. Ja? Und man sagt, das ist ja unmöglich. Wenn die Leute das nicht mehr kennen, ja, dann ist es vorbei. Das heißt, dass diese, und das ist, kann man sagen, die Größe, Tragik und Größe, ja, der Maria Theresianischen Reformen, dass er versucht hat, quasi mit einem Schlag alles wieder wettzumachen, was da 150 Jahre vorher vernichtet worden ist. Und darüber durfte auch nicht gesprochen werden. Also man konnte nicht sagen, weißt du, führen wir doch das wieder ein, was schon einmal da war. Ja? Unmöglich. Ja? Sondern ist auch nicht darum gegangen, sondern, wir werden gleich auf Literatur und Sprache gekommen, das Bemerkenswerte meiner Meinung nach ist, dass die Herrscherin selber, lassen wir den Josef II., haben wir es öfter gehört, lassen wir ihn beiseite, die Maria Theresia selber, schafft sich auch neue Berater und die bauen was auf, unter dem Widerstand Teile des alten Adels, der aber nicht so alt war, das ist ein gegenreformatorischer Adel gewesen. Aber wir wissen, die Jungadeligen und Angeheiratete und so weiter sind immer die eifrigsten Aristokraten, nicht die glühendsten Verwalter des. Wie immer, einer von denen, der Gevenhüller, hat die neuen Beamten genannt, die Kreaturen des Haugwitz. Ja, also und hat erklärt, dass unser einer nichts, keine Chance mehr hat, nicht, im Verwaltungsdienst. In Wirklichkeit haben die nichts geleistet, daher mussten sie sozusagen ersetzt werden durch andere Leute. Gut. Die Besonderheit aber dieser sogenannten Aufklärung und auch dieser Reformen war, dass die durchgeführt werden von einem Kollektiv bestehend aus Herrscherin und den neuen Beamten. Ja? Und diese neuen Beamten sind keine privilegierten Untertanen, nicht wie in Preußen, dass sie noch immer unten Leute haben, die sie treten, sondern das sind Leute, die im Sinne des Staatswesens, die in wenigen Jahren eine neue Staatsdoktrin entwickeln, nämlich eine säkulare Staatsdoktrin. Es ist plötzlich der Staat, dem gedient wird und nicht dem Herrscher von Gottes Gnaden. Das heißt, diese Beamten entwickeln ein seltsames Bewusstsein davon, dass sie nicht Kreaturen der Herrscherin sind, sondern dass sie Diener des Staates sind. Das gelingt ihnen so weit, dass Josef II., nicht aus Mangel an Selbstbewusstsein, ja, sich einfach sieht als den höchsten Staatsdiener. Ja. Also er hat diese säkulare Staatsdoktrin internalisiert. Ja. Alles danach wird wieder alles von Gottes Gnaden sein. Aber genau ein seltsamer Absolutismus, auch das unterscheidet die Herrscher, die Zarin von Russland, war eine Selbstherrscherin, nicht? Da reißen von Gottes Gnaden, meinetwegen. Ja, aber sonst, hier war es der Staat, der wesentlich war und es ging um die Gestaltung des Staates. Und die Gestaltung des Staates war ein kollektives Werk der Herrscherin und ihres neuen Beamtenapparates.
Das ist die Besonderheit. Jetzt kommen wir zum Sommerfels. Wenn ich gesagt habe zuerst, das war vielleicht ein Prozess, nicht nur eine Neukonstituierung des Staatswesens, sondern auch ein Prozess der Zivilisierung einer ganzen Gesellschaft. Für die alteingesessenen und gar nicht so alteingesessenen Aristokraten, für die Grundbesitzer, die ihre versklavten Bauern ihren Gütern haben, ja, für die war eigentlich die Welt bis dahin ziemlich in Ordnung. Nicht wirklich. Es gab dort Bauernaufstände, es gab also es war nicht so gemütlich, nur weil die Geschichtsschreibung darüber schweigt, ja, war die Situation nicht gemütlich. Wir haben schöne Quellen, ne? So böhmische Bischöfe schreiben, woher kommen die Schwierigkeiten, die Bauernaufstände, und so, das gibt es sehr nett wieder. Also wir hätten, wie oft in der Geschichte, wir hätten die Quellen, wenn wir sie haben wollen. Aber wollen wir nicht darüber, es war schöne Zeit und ruhig und so weiter, gar nicht. Ja. Ich war unlängst in Bad Schönau, Kuranstalt und so. Da geht man zur Kirche, eine Wehrkirche, die hat man den Augen nicht getraut, das ist eine Gedenktafel, an Kurutzen. Sind Kurutzen? Ja. Kruzi Türken, Kurutzen und Türken, ja. Die Kurutzen waren jene protestantischen Bauern unter Prinz Eugen wiedereroberten Ungarn, befreiten. Ne? Nein, also befreit sind die nicht worden, sondern die haben sich halt nicht einfach wieder versklaven lassen, sondern haben sich heftig dagegen erhoben mit bewaffneter Hand. Und sie haben offensichtlich, das habe ich nicht gewusst, ja, Bad Schönau, ja, das ist von Ungarn, ist dabei Siebenbürgen wurde, ja, das hat bis dahin vorgestoßen. Ich habe bisher nur diesen aus dem 30-jährigen Krieg bis hierher und nicht weiter kamen die schwedischen Reiter, das ist irgendwo da beim Waldviertel oder sowas. Das habe ich schon gewusst, aber ich war ganz erstaunt, da waren Kurutzen, ja. Also das heißt, höchst beunruhigend, dass die Avantgarden der Aufständischen ziemlich weit ins Land hineingestoßen sind. Die waren militärisch offensichtlich nicht so schlecht. Wie immer, das ist nur so ein Hinweis darauf, aber muss man sehen, das Problem, wie immer, des Absolutismus war ja, dass er die Feudalherren einerseits entlastet hat und andererseits unterworfen. Unterworfen, weil die nicht mehr Territorialherrschaften mit militärischer Gewalt hatten, aber die hätten auch dazu Söldner anwerben. Die haben auch nicht die eigenen Bauern mobilisieren können, um die anderen Bauern niederzuwerfen, sondern haben Söldner anwerben müssen. Nunmehr gibt es, wenn man will, eine nationale Armee, nun gibt es ein Reichs, also hat das Reich, hat der Herrscher, hat eine Armee. Wenn es zu Aufständen kommt, der Bauern gegen ihre Herren, können die Feudalherren, die Grundbesitzer erwarten, dass der Herrscher interveniert und die Bauern niedermacht. So weit, so gut, aber es ist immer ein teurer Spaß. Ja? Armee, die auf dem Marsch ist, kostet was. Auch in den Kasernen kostet sie was, aber auf dem Marsch noch immer mehr. Also wie immer, das war das gegenseitige Verhältnis, aber das war die Situation. Also es war nicht eine ganz ruhige Lage immer. Okay, jetzt versuchen die in einem Aufwaschen ein besseres Steueraufkommen. Da wäre es gut, eine gute Ökonomie zu haben, aber die hat es da nicht gegeben. Eine bessere Wirtschaftsweise, ja, kann man sich vor Augen halten. Überhaupt erst den Staat zu organisieren, dass man, es werden überhaupt erst, die Bevölkerung wird erfasst, namensmäßig, mit Adresse. Ja. Das ist auch imposant, da ziehen Soldaten mit Beamten in die Dörfer und fixieren nunmehr die Familiennamen. Ne? Der bisher geheißen hat, der Pferdl beim Star, ja, heißt nunmehr Ferdinand Stein oder Ferdinand Felsbrocken oder was weiß ich. Ja. Also es werden überall Namen. Und das Zweite, was man bis heute in den Häusern sehen kann, Konskriptionsnummern. Nämlich, das diente der Erfassung der Wehrpflichtigen. Ja. Nur so andeutungsweise, das alles musste in einem passieren und es mussten, das war ganz entscheidend, die neuen Kader der Verwaltung ja auch ausgebildet werden. Die wollen ja nicht, wenn einer Jesuitenzögling war, hat er vom lieben Gott gehört, vom Latein und er Glück gehabt hat von Griechisch, was weiß ich,
alles Mögliche Gottgefällige. Aber verwalten hat nicht dazugehört. Ja? Und die Aristokraten haben, wenn es gut gegangen ist, ihre Güter verwaltet. Übrigens, die Ökonomie war derart, dass selbst die Anfänge der Industrialisierung fanden dann statt auf diesen neuen Gutswirtschaften, gab es Manufakturen. Aber die Bauern sind nicht befreit worden aus ihrer bäuerlichen Abhängigkeit, sondern haben ihre Robotpflichten in der Fabrik erfüllt. Das ist einzigartig in Europa gewesen. Überall sonst werden landwirtschaftliche Arbeitskräfte aus den landwirtschaftlichen Verhältnissen befreit und dürfen Fabriksarbeiter sein. Ja, Fabriksarbeit war dann die Befreiung aus den landwirtschaftlichen Abhängigkeiten. Hier bleiben sie und leisten ihre Robotpflichten in der Fabrik. Man kann sich vielleicht da ungefähr vorstellen, mit welcher Begeisterung die Leute gearbeitet haben, ja, und welche Qualität die Produkte gehabt haben. Aber das wollen wir uns nur so annähernd anschauen. Also daher die Bildung, daher auch die Universität, daher neue Lehrstühle. Sonnenfels möchte eigentlich einen Lehrstuhl für Rhetorik, aber den gibt man ihm nicht, weil man sagt, das ist uns, eigentlich ist das unnötig, ja, der kriegt ein anderer, und der Sonnenfels bekommt einen Lehrstuhl für Kameralistik und Polizeiwissenschaft, eigentlich für politische Wissenschaft. Und dieser Lehrstuhl hat die Aufgabe, künftige Kader der Hochbürokratie auszubilden. Ja? Und da bedeutet man ihm auch, dem relativ jungen Mann, wir brauchen nichts Literatur, ja? Wir brauchen hier Leute, die etwas können und die etwas können in der Verwaltung, und für die musst du sorgen. Es ist spannend, sich anzuschauen, die Eingaben des Sonnenfels, wie er in kurzer Zeit zusammenbastelt alles, was er kann und was er kennt. Und er breitet aus seine literarischen, philosophischen, ökonomischen Kenntnisse. Das ist alles der Höchststand der Literatur aus England und Frankreich und ein bisschen Italien. Ja? Und all das kompiliert er und legt vor, er hat noch kein eigenes Lehrbuch. Die neue Universität muss nämlich, zwingt die Leute, das ist auch gut zensurierbar, niemand darf unterrichten, wer nicht ein Lehrbuch geschrieben hat. Also die österreichischen Universitäten des 20. Jahrhunderts, vor allem der Zweiten Republik, wären eigentlich nicht existenzfähig gewesen, wenn man die habilitiert. Und zwar, ja, also, du bist schon eine jüngere Generation, aber die vorherigen waren oft, ja, also gut, die haben oft keine Lehrbücher gehabt. Gut, also damals musste man ein Lehrbuch haben. Und Sonnenfels legt vor, was alles kann, noch kein Lehrbuch, an dem arbeitet er dann. Aber das ist wirklich spannend, weil das eigentlich ein Kanon der damaligen höchstrangigen Literatur ist. Wir werden dann noch sehen, dass ihm das alles zum Vorwurf gemacht worden ist. Ja? Er ist nur ein Eklektiker, er ist kein origineller Denker. Das ist so, wie wenn einer heute Philosophiegeschichte macht und Kant zitiert, aber sagt, er ist nicht originell. Ja? Wieso hat er nicht eine neue Kritik geschrieben? Ja. Also, aber das ist das eine. 1763, der Lehrstuhl für Kameralistik. Aber Maria Theresia tut dann mehr. Sonnenfels muss auch ein hervorragender Lehrer und ein beredter Lehrer gewesen sein. Also alle Zeitgenossen berichten von seinem rhetorischen Vermögen. Und wenn man seine Schriften liest, also ich habe immer gefunden, ähnlich wie bei Hegel, das ist eine Rhetorik, die nicht alles, aber vieles von Hegel hat so eine rhetorische Brillanz. Ja, man liest das und es ist wunderschön und es sind auch längere Sätze und man kann sich das vorstellen, wie das klingt. Und eigentlich ist das so ähnlich bei Sonnenfels. Und er ist auch oft witzig. Also wenn man sich die Mühe macht, seine Texte zu lesen, er hat Witz. Ja? Er macht Andeutungen. Ja? Das, ich werde noch darauf kommen. Das Problem natürlich war, also natürlich ist gar nichts, aber das Problem war, dass diese neuen, alle diese Reformen hatten genau genommen keine breite soziale Basis. Es war der Wille der Herrscherin und es war der Wunsch und die Begeisterung dieser neuen Beamten. Nur die waren ihre eigene soziale Basis. Ansonsten hat es eben kein breites Bürgertum gegeben, ansonsten hat es nichts an ökonomisch Aufstreben gegeben wie im Westen. Ja?
Nicht einmal wie in Frankreich, von England ganz zu schweigen. Ja? Das ist der wesentliche Unterschied und das ist auch das Problem. Es gibt keine soziale Basis, außer die Akteure selber. An dieser Stelle stocke ich, also noch einmal zusammengefasst, das kollektive Unternehmen, das man viel weniger Aufklärung vielleicht nennen sollte, sondern Staatskrisenmanagement, umfassende Reformpolitik, Wiederetablierung eigentlich eines modernen Staates, aber diesmal auf einer anderen Grundlage, also auf der Grundlage der Gegenreformation. Wettmachen der Zerstörungen der Gegenreformation, ohne sie beim Namen zu nennen. Jetzt biografisches zu Sonnenfels. Ein Zitat aus dem Neudruck Briefe über die Wienerische Schaubühne, herausgegeben von Hilde Heider-Pregler. Zitat: Während weder die wissenschaftlichen noch die pragmatischen Leistungen des Staatslehrers Sonnenfels in Bezug auf ein aufgeklärtes, von humanistischem Fortschrittsoptimismus dominiertes Gesellschaftsverständnis, ausgenommen im NS-Schrifttum, Rufzeichen, das ist in Parenthese, je ernsthaft in Frage gestellt wurden, zeigte erst die neuere Theater- und literaturwissenschaftliche Forschung ein subtileres, den historischen Gegebenheiten ohne emotionale Parteinahme gerecht werdendes Erkenntnisinteresse an den kulturellen Prozessen im Österreich des 18. Jahrhunderts. Man achte genau auf diese Worte. Ich werde jetzt gleich ein paar Zitate bringen. In dem gleichen Buch schreibt, im Jahre 1988, der Wiener Germanist Herbert Zehmann in seinem Vorwort, dass die Briefe über die Wienerische Schaubühne aus dem Jahre 1768 an Lessing, den Sonnenfels später gegenüber Christian Adolf Klotz schmählich verriet, geschult sind. Also da wird erstens einmal der Sonnenfels als Epigone des Lessing heruntergemacht und zweitens einmal ist die Rede, was kennt jemand Klotz, außer Klotz am Bein, aber es ist kein Wunder. Klotz war damals ein ziemlich bemerkenswerter Gelehrter in Deutschland, mit dem der Sonnenfels regelmäßig korrespondiert, mit dem auch wirklich befreundet war, der ihn dort gefördert hat, aber publizistisch. Und der Klotz, also man muss sich fragen, wir hatten jetzt nichts gegen Lessing, aber der Lessing war ein für damalige Verhältnisse ein intellektueller Raufbold. Ja? Also der hat, das war ein ganz neuer Stil, ja? Der ist auf alles losgegangen und hat polemisiert und hat die niedergemacht. Und so kennt man den Klotz heute auch eher, so wie bei Karl Kraus, viele Autoren kennt man nur, weil der Kraus sie vernichtet hat, ja. Aber so war das da auch, den Klotz kennt niemand mehr, aber die Lessingsche Polemik kennt man, da weiß man, Lessing, Klassiker, hat triumphiert. Ich habe mich nie damit, es ging um antike Gemmen, sage ich nur, ein Streit, der uns völlig fremd ist und mit Recht, ja. Aber ganz sicher kann man nicht sein, ob nicht der Klotz eh Recht gehabt hat. Es ist belanglos, beide sind sozusagen diesbezüglich der vergesserte Adler. Aber wie es das Schicksal wollte, der Sonnenfels hat seinem Freund Klotz in einem Brief geschrieben, er hält eher ihn, den Lessing, für einen Ehrenmann. Leider ist der Klotz früh verstorben, jung verstorben, und die Witwe hat er Geld braucht und hat seine Briefkorrespondenzen publiziert. Und daraufhin sind diese Briefe zum Vorschein gekommen. Und seither benutzt es die Literaturgeschichte bei Bedarf gegen also Sonnenfels zu polemisieren. In der Wirklichkeit kann man nur sehen, also soweit ich das nachgelesen habe, hat auch der Sonnenfels eigentlich gar keinen, sonst keinen inhaltlichen Anteil genommen, hat eher den Streit für unnötig gehalten und wollte nur dem Freund versichern, er hält ihn für einen Ehrenmann und mehr als für den. Jetzt muss man dazu aber wissen, dass der Lessing, möglicherweise bezieht sich das nämlich darauf, dass der Lessing ein krankhafter Spieler war.
Ja, ich habe zuerst bemerkt, vielleicht hat er einen Vorschuss verlangt von der Maria Theresia. Das war, das hat es nicht gegeben. Ich meine, der Lessing war dafür berüchtigt, dass er all seinen Dienstgebern, die immer sehr wohlwollend ihm gegenüber waren, hat er Vorschüsse abverlangt, ist dann gar nicht hingekommen und hat die Vorschüsse verspielt. Das ist ein Jammer, aber das ist, und wenn man sagen wollte, der ist nicht ganz nicht so ehrenhaft wie der andere, der ein braver Bürger ist, dann war das vielleicht seine Anspielung, wie immer. Lessing selber hat sich gegenüber Sonnenfels durchaus korrekt verhalten, war durchaus der Meinung, das gibt es dann im Brief zu seiner nachmaligen Frau, wo er sagt, also der Lessing wird da von allen Klerikalen attackiert, ein Mann, der solche Feinde hat, der hat von mir Frieden. Also das nur, um das abzuschließen, aber das taucht immer auf, das war eine beliebte Geschichte. Jetzt, ja, da gibt es den Lessing-Biografen Erich Schmidt schon, da war der Theaterzensor Herr von Sonnenfels, der einer aus Preußen eingewanderten, was ein Blödsinn ist, ja, nicht aus Preußen, die waren da aus Nikolsburg, aber gut, wurscht, aus Preußen eingewanderten, getauften und geadelten Judenfamilie entsprossen, seine zähe Kraft, nämlich der Zensor, nie ohne selbstische Motive zur Hebung des geistigen und geselligen Lebens in Österreich angestrengt hatte. Also da haben wir alles, der Theaterzensor, der selbstische und so weiter und der Judenstämmige. Damit ist nämlich der Ton angegeben. Unermüdlich werden Herkunft und Abstammung von Sonnenfels hervorgehoben und mit aktuellen Charaktermerkmalen verknüpft, wobei offene oder kodierte antisemitische Vorurteile einfach reproduziert werden. Ich werde es jetzt zeigen, also anhand dieser, anhand von Heide Bregler das Nachwort, das sehr umfangreich ist. Und da heißt es zum Beispiel, schon zunächst, ja, Zitat, Heider Bregler, seine Persönlichkeit war schon für seine Zeitgenossen schwer durchschaubar. Zwiespältig und widerspruchsvoll. Kann man sagen, na gut, wenn es widerspruchsvoll ist, ist es schon schwer durchschaubar. Also man hat Verständnis für die Zeitgenossen. Soweit. Im persönlichen Umgang meist rücksichtslos und nur auf ein Herausstreichen der eigenen Verdienste bedacht, trat er hingegen in der Öffentlichkeit als mutiger Verfechter der Ideen der Aufklärung, als Sprecher des Bürgertums und bei aller Verehrung für das Kaiserhaus als Kritiker der französisch dahinplaudernden adeligen Nichtstuer und ihrer Nachahmer in der Bourgeoisie auf. Also in der Bourgeoisie, die es da gar nicht so gegeben hat, aber egal. Also das ist einmal Heider Bregler Originalton. Ja? Und dann wird angeführt, schon 1778 fällte der Großherzog von Toskana, der nachmalige Kaiser Leopold II., das Urteil, Zitat Leopold, dieser Sonnenfels ist der Sohn eines getauften Juden, ein Mann von großem Talent, Tätigkeit, sehr fähig und ein großer Arbeiter. Aber von Anmaßung und Eitelkeit, lobt sich immer selbst, äußerst fanatisch, macht alle Sachen mit dem größten Aufsehen und Publizität, spricht zu viel und rühmt sich zu viel, übernimmt viele Verpflichtungen, die er dann nicht erfüllen kann und er macht sich dann lächerlich. Jetzt kann man sagen, okay, wenn der Leopold den Eindruck gehabt hat, schön, schön, ja. Aber warum zitiert man sozusagen mit der Autorität, ja, der nachmalige Kaiser? Warum zitiert man im Jahr 1988 oder was? Das in der Weise. Aber alles noch harmlos. Anschließend heißt es, und so würdigten auch seine späteren Biografen, ich verweise nur auf das Deutsch der Frau Literaturwissenschaftlerin, also der Leopold war sicher kein Biograf des Sonnenfels. Das ist nur eine Anmerkung. Aber hier heißt es dann, und so würdigten auch seine späteren Biografen die ihnen jeweils genehmen Charakterzüge des österreichischen Lessing oder Montesquieu. Also immerhin, so wurde er nämlich von Zeitgenossen genannt. Ja? War nicht alle der Meinung, dass er nur ein wichtigtuerischer Jud war und so. Ne?
Und jetzt folgen vier Zitate bei der Erdbringer. Erstens, das ist ein positives, ja, die Reinigung des Geschmacks, die Verbesserung der Sprache, eine gesittete Schaubühne, die Beförderung der Lektüre, also des Lesens, all dieses verdankt Wien Sonnenfelsen und macht sein Andenken unsterblich. Das ist aber nun wirklich ein Zitat von einem Zeitgenossen aus dem Jahre 1778. Aber dann ist schon vorbei mit dem Guten. Ja? Es war ein verblendeter Aufklärer offensichtlich, der das damals geschrieben hat. Jetzt ist Folgendes. Das nächste Zitat stammt aus dem Jahre 1877. Egoist, von maßlosem Eigendünkel erfüllt, eifersüchtig und unduldsam gegen andere Talente, insbesondere wenn er besorgte, dass sie ihn verdunkeln, in seinem Einflusse beschränken oder gar verdrängen können. Zitat. Heider Pregler kommentiert dieses Zitat dann noch und schreibt, mit dieser Einschränkung bemüht sich Wurzbach um eine objektive Einschätzung des Charakters und der Verdienste von Sonnenfels. Also man muss fürchten, wie schaut das aus, war das weniger objektiv dargestellt worden. Aber okay, sie hat Verständnis für diese Art von. Und jetzt kommt für uns, glaube ich, sehr wichtig, drittes Zitat. Kein aus eigener Ideenfülle schöpferisch wirkender Geist, aber als ein rastlos tätiges Werkzeug der josephinischen Aufklärung, ist aber auch nichts Gutes, ja, also die josephinische Aufklärung, damit man das recht versteht, brach er in Österreich auf den verschiedensten Gebieten der neuen Zeit erfolgreich bahn. Dieses Zitat stammt aus dem Jahre 1892. Das ist ganz wichtig, zu dem Zeitpunkt hat man endgültig im Gefolge von Wagners Schrift über das Judentum mit der Musik den Juden, wie danach auch den Frauen, jede schöpferische Kraft abgesprochen. Juden und Frauen konnten nicht schöpferisch tätig sein, höchstens reproduzierend, also geigend oder dirigierend oder sowas, ja, aber nicht also eigenschöpferisch. Daher immer der Vorwurf, dass nicht eigenschöpferisch, nicht originell, das entstammt sozusagen diesem, ist die Rückprojektion dieses Vorwurfs. Und schließlich kommt dann auch wir schreiben das Jahr 88, ein Zitat aus dem Jahre 1972. Sonnenfels war der Mann des Übergangs vom ständischen Alteuropa zum neuen Europa, wie es sich seit der Französischen Revolution herausbildete. Der Mann des Übergangs heißt natürlich, er gehört keiner Epoche richtig an, und ist auf diese Weise mühelos historisch entsorgt. Ja. Der Mann des Übergangs ist gar nichts. Der Adorno hat das einmal in der Musikgeschichte, hat das höhnisch bemerkt über Malerdarstellungen, wo er gesagt hat, der Maler ist entweder der Spätromantiker oder irgendein Frühneudeutscher oder sowas und ist ein Mann des Übergangs. Damit kann man vergessen. Also so fügt sich das ein und es ist auch die Sache mit dem Lessing, hat natürlich ihre Bedeutung. Der Judenfreund Lessing soll in Stellung gebracht werden, wenn selbst der über einen Juden sowas sagt. Ich muss eine Sache noch hinzufügen, die mir wichtig erscheint und die ich erst spät erkannt habe, dank deines Buches. Die Maria Theresia, wiewohl eine rabiate Antisemitin, hat ganz im Gegensatz zur Tradition auch der spanischen Habsburger, und aber theologisch korrekt war sie der Überzeugung, wenn ein Jude getauft ist, dann ist er kein Jude mehr. Die Taufe schafft den neuen Menschen. Und der Vater, die stammen, wie gesagt, aus Nikolsburg, ich glaube, das waren die Besitzungen derer von Dietrichstein, und der Dietrichstein, glaube ich, war der Taufpate des Vaters. Und der hat sich mit seinen drei Söhnen taufen lassen. Und mit der Taufe war für die Maria Theresia die Sache gelaufen. Das waren keine Juden. Ja? Daher sind sie auch nicht so behandelt worden. Daher hat die Maria Theresia schon den Vater, der ein bedeutender Gelehrter war, gefördert
und auch eigentlich den Sonnenfels bei allen Konflikten. Das ist ganz wichtig, weil die Antisemiten machen das also immer wieder fest, aber die Maria Theresia ist diesbezüglich wirklich auch theologisch korrekt verhalten. Ich kürze das jetzt ab, weil man könnte jetzt hier, der Sonnenfels hat also als, könnte man sagen, mittlerer Beamter, war er halt vielfältig tätig. Seine zentrale Tätigkeit war wirklich der Staatslehrer und die Ausbildung, auch im Materisianum, die Ausbildung sozusagen der Beamten, vor allem der hohen Beamten in der Monarchie. In dem Zusammenhang ist auch wichtig, was schon aufgetaucht ist, die Einführung dann der Amtssprache Deutsch. Wichtig, einer säkularen Amtssprache Deutsch. Kein lutherisches Deutsch. Nicht protestantische Bibel. Ja? Die bringen es nicht, sondern es ist eine säkulare, auch nicht Volkssprache, sondern eine säkulare Amtssprache Deutsch als Lingua Franca des Imperiums und als Lingua Franca der Beamten. Und Sonnenfels schreibt ein eigenes Buch über den Geschäftsstil. Ich lasse das dann gleich herumgehen. Über den Geschäftsstil. Und das ist interessanterweise eine Auflage von 1820. Da war der Sonnenfels schon tot. Das ist bis 1848 weiterverwendet worden. Und ich glaube, hat sich der Moritz Czaki ja damit darauf hingewiesen, in einem Satz, aber nur, dass er gesagt hat, man sollte eigentlich das lesen und sich überlegen, inwiefern das Einfluss geübt hat auf den Stil der schriftstellenden Beamten der Monarchie bis hin zu Grillparzer. Ja? Bis 1848 war das im Gebrauch. Erstmals entstanden, glaube ich, 1784. Das ist ganz bedeutend, weil mit dieser Schrift hat er den Beamten versucht, eine eigene Sprache auch und ein eigenes Selbstbewusstsein zu vermitteln. Es ist bemerkenswert, dass sie angeleitet werden, das enthält alles. Wie verfasst man Formulare, wie verfasst man Protokolle? War gut für die jetzigen Ministerialbeamten, die Juristen, wenn sie sowas hätten, könnten sie die Verordnungsentwürfe einigermaßen ordentlich verfassen. Weil alles basierend auf selbstständigem Denken der Beamten. Nicht sklavischer Gehorsam, nicht? Schreiben Sie eine Verordnung, nicht? Sagt der Vorgesetzte. Genau das war nicht das Ziel. Sondern machen wir eine Verordnung, überlegen wir, wie müsste die gestaltet sein. Ne? Und da gibt er, interessant, dass auch der Stil nach oben hin korrekt, aber wie auch nach unten klar und deutlich und eigenständig. Also er betont auch dieses eigenständige Denken der Beamten. Und das heißt, es ist auch ein Handeln. Ja, der Maria Theresia dann bei den Auseinandersetzungen über das, was er lehrt, hat er dann immer gesagt, naja, wenn die Beamten wirklich den Staat verwalten sollen, dann kann man sie nicht zum Auswendiglernen von Lernstoff zwingen, sondern dann muss man ihnen beibringen, wie man denkt. Und das bemüht er sich in seinem Werk und in seinen Vorträgen. Und wenn sie, dann können sie eigenständig handeln. Wenn sie das nicht können, hat der neue Staat überhaupt keine Chance. Ja? Das hat man dann auch eingesehen. Hat ihm die Lehrfreiheit gestattet. Und jetzt, wenn man, und damit versuche ich auch gegen Schluss zu kommen, wenn man dieses Buch über den Geschäftsstil in Parallele zu anderen Schriften sieht, zu seinen Zeitschriften, auch zu diesen über die Schaubühne, aber über seine Staatslehre, zusammen mit seiner Staatslehre, dann fällt auf, dass er hier wirklich eine unvergleichliche, es gab niemanden, der eine bedeutendere Rolle gespielt hat. Also das ist wirklich, egal wie er persönlich, ich meine, da muss man auch sagen, mein Gott, niemand hat ihn gelobt. Das geht bis heute so. Ich meine, wenn er wirklich was kann, wird er oft nicht befördert. Wenn man sich nicht selber irgendwie in Stellung bringt, wird man nicht unbedingt, fällt das, ist man Konkurrent, ja, also, wenn ich mir an mein Institut anschaue, wie Neubestellungen zum Teil erfolgen von Professoren, war schon vor Jahrzehnten Dog My Home. Es wird darauf geschaut, dass Leute, die unter dem intellektuellen Niveau der bestehenden Professoren sind.
und das werden rekrutiert und das ist oft gar nicht so einfach. Also inzwischen ist das ein, zweimal durchbrochen worden, glücklicherweise, ja, aber schwierig, und nur weil das Rektorat mit eiserner Hand eingegriffen hat, sonst wäre das alte Schema noch weiter gewesen. Also wenn man sich das so vorstellt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass da immer so, ich meine, die Oberen erkennen, der Leopold, ich meine, man muss sich das vorstellen, ja, der Erzherzog von der Toskana, der spätere Kaiser, hat es doch wirklich nicht notwendig, den Ober zu machen. Ja? Ist doch lächerlich. Ich meine, sehr entwürdigend für den Fürsten. Ja? Sehr peinlich, sehr Basena-Getratsch. Ja? Trotzdem macht er das. Ja, das man muss das auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Die Maria Theresia war da von einem anderen Format. Ja? Die hat ja durchaus Anspielung auf die Theater und die Zensur, hat ihm einmal beschieden, so quasi, ja, das ist eh alles ein Park, das kann man genau bringen, aber das ist eh alles ein Park, aber bitte, warum beschäftigt er sich mit diesem Theater und so weiter? Ja, das ist eh nichts wert. Ja. Also man, da war schon das direkte, die direkte Ansage, aber ansonsten kann man seine Bedeutung nicht hoch genug einschätzen. Und er hat auch also Schüler ausgebildet und die waren auch tätig auf verschiedenen Lehrstühlen. Und die Maria Therese hat mit eiserner Hand dafür gesorgt, dass ohne in diesen Fächern, in den politischen Wissenschaften, ohne da eine Prüfung abzulegen, bekam man kein Staatsamt. Ja, das war eisern durchgeführt und darauf geachtet. Auch der Josef II., der den Sonnenfels nicht so geschätzt hat, aber zumindest mir ist unbekannt eine ähnliche Äußerung wie die von Leopold. Nein, Josef war ein eigenes Kapitel, aber der Sonnenfels begleitet nämlich die frühen Entwürfe des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches. Und zwar hat er den Auftrag, auf die sprachliche Gestalt zu achten. Das tut er, aber wie immer mischt er sich auch in den juristischen Angelegenheiten. Daraufhin beschweren sie die Juristen beim Kaiser Josef. Daraufhin weist er den Sonnenfels zurecht und sagt, der soll die Juristen, aber zugleich bestätigt er ihn in seiner Funktion und weist ihn auch an, weiter auf die sprachliche Gestalt zu achten. Also in Wirklichkeit haben die Juristen verloren gehabt, weil die sprachliche Gestalt prägt auch ein bisschen den juristischen Inhalt. Also es ist ganz interessant, dass auch Josef II., das ist das Bemerkenswerte, dass der offensichtlich gewusst hat, was er am Sonnenfels hat. Die Zeitgenossen waren nicht der Meinung, dass das der wichtigtuerische Judenstämmling, der sich da überall aufspült, sondern sie war der Meinung, dass sie hier einen höchst kompetenten Menschen hat, der Enormes leistet für die Sache und für den Staat. Soweit. Jetzt Schlussteil. Das ist gut. Ihr habt zuerst gesprochen von den Versuchen zur Zivilisierung der Gesellschaft. Und ein Teil dieser Zivilisierung der Gesellschaft war durch Literatur, Musik und Theater. Allerdings ein Teil, der von den Monarchen selber nicht so hoch geschätzt worden ist. Aber andererseits gibt es auch die Episoden, dass der Josef II. Lässt den Textdichter, den Lorenzo da Ponte, zu sich kommen. Und gibt ihm sozusagen Hinweise, ich glaube bei Hochzeit des Figaro, also was er da verachten soll. Also offensichtlich war der Mozart da eher in Verruf, man hat gehofft, dass der brave Italiener, der auch nicht so brav war, irgendwie so etwas angepasster ist und nicht so radikale Töne tun will. Aber immerhin, die Intention des Kaisers war, dass er auf seinen Adel durch Kunst zivilisierend einwirken kann. Und jetzt, wenn man die Versuche des Sonnenfels, verschiedene Zeitschriften und so weiter, dann ist es der Versuch, überhaupt auf die Gesellschaft zivilisierend zu wirken. Was bedeutet das? Er hat Vorbilder. Ein großes Vorbild sind zwei englische Schriftsteller, Joseph Addison und Richard Steele. Die haben verschiedene Zeitschriften herausgegeben und haben sich bemüht, in den Zeitschriften einfach in geistreicher Weise für den Alltag Menschen zu bilden. Die Leser und auch
Leserinnen dieser Zeitschriften sollten eine Vorstellung von Sitten, Gebräuchen, Umgangsformen entwickeln, wie es zivilisierte Menschen haben sollten. Ja, und zwar nicht nur Aristokraten, sondern alle. Das entsteht um 1700 oder zu Beginn des 18. Jahrhunderts und wird auch in England als so eine zivilisierende, als ein zivilisierendes Unternehmen begriffen. Und das geht dann weiter im 18. Jahrhundert. Das sind Vorbilder für Sonnenfels. Das erste Bemerkenswerte ist, dass er die überhaupt kennt. Ja? Manche haben ihm gar nicht zugebilligt, dass er Englisch kann. Aber er muss hervorragend Englisch gekonnt haben. Er hat nicht nur die gekannt, er hat David Hume, und zwar ziemlich intensiv gekannt. Und David Hume ist nicht so leicht zu lesen. Er muss etwas Hobbes und Locke gekannt haben. Ja? Also da war er ungemein belesen und jetzt taucht auf, in den Briefen über die wienerische Schaubühne taucht überhaupt auf eine enorme Kenntnis der zeitgenössischen englischen Literatur. Ich muss halt mal jetzt einmal nachschauen, das haben wir noch gar nicht getan. Naja, ist ja wurscht. Samuel Richardson, Henry Fielding, also die großen Romanautoren, sind ihm geläufig. Ich war überrascht. Lawrence Stern, Tristram Shandy, wird von ihm rezipiert. Er muss gelesen haben. Er gibt das durchaus freundlich, wohlwollend wieder. Das war sonst nur Goethe, der den Tristram Shandy gekannt hat. Ja? Sonnenfels hat übrigens auch mit Wieland korrespondiert. Das wird dann zwar, lässt sich nicht vermeiden, das erwähnen zu müssen, aber wird dann beiseite geschoben, weil wichtiger ist lässig. Und das ist bemerkenswert, dass Alexander Pope, ja, also John Milton, er kann wirklich von Shakespeare ganz zu schweigen. Ja. Er hat alle bedeutende englische Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts, oder jedenfalls große Element davon, muss er gelesen haben und gibt das wieder. Das heißt, er hat zum Beispiel in den Briefen, die nur relativ kurze Zeit erscheinen, hat er in großem Ausmaß rezipiert, zum Beispiel englische Literatur, auch französische, englische Literatur, und hat das auch zu vermitteln versucht. Ja, das ist das Bedeutende. Also wenn man das gelesen hat, ist wirklich ein bisschen die Welt aufgestoßen worden für die Leserinnen und Leser dieser Briefe. Jetzt kommt noch etwas, meiner Meinung nach, sehr Wichtiges dazu. Dass man sie vergegenwärtigen muss. Die ohnehin oft nur vorgebliche Sicherheit ästhetischer Werturteile, die uns heute eher geläufig sind, ja, die durch Literatur, Musik, Kunst, Geschichte sowie durch das Feuilleton und schließlich durch den Kanon der Schulerziehung vermittelt worden sind, die gab es damals noch nicht. Wenn Leute Literatur gelesen haben, dann konnten sie sich nicht verlassen darauf, ob sie es gute Literatur lesen oder schlechte, wertlose oder wertvolle. Sie haben selber beurteilen müssen, sie haben das Abenteuer des Lesens eingehen müssen. Wir haben auch damals ganze 18. Jahrhundert erfüllt von Korrespondenzen, wo Menschen einander mitteilen, was sie gerade gelesen haben, und das gleich mit einem Werturteil verbinden, aber dieses Werturteil ist argumentierend. Es ist keine Sicherheit. Man kann nicht sagen, der große, was weiß ich, nicht, weiß nicht, Marcel Reichanitzky hat das schon verurteilt, die Welt ist in Ordnung, oder es ist Bestandteil des Kanons und so, das war nicht drin. Im 18. Jahrhundert wird diskutiert, wie Kunstwerke argumentativ begründet zu beurteilen sind. Und niemand kann sich auf das Urteil bereits verlassen. Ja? Sonnenfels versucht eben, englische und französische Literatur und Philosophie zu rezipieren und zu vermitteln. Und jetzt noch eine Bemerkung auch zu Politik und Ästhetik. Es gibt noch keine Vorstellung vom autonomen Kunstwerk. Also das, vieles hat man den Eindruck, so rückprojizierend, es gilt dann auch für die Zensur. Ungeheuerlich, Zensur, ja. Für die Zeitgenossen war auch der Gedanke der Freiheit der Kunst war völlig abwegiger. Ja.
Wenn der Daniel Defoe geschrieben hat, sein Robinson Crusoe, musst du als erstes vermeiden, zu sagen, dass das ein Roman ist. Denn ein Roman war für die Puritaner also sehr übel. Ja? Darum auch, Milton schreibt ein Epos da. Oder? Aber ein Roman, er muss es darstellen als realistisches Zeugnis einer Autobiografie. Und noch im zweiten Band muss er versuchen, diese Fiktion zu bewahren. Das sichert ihm. Aber was war die Freiheit der Kunst? Die Freiheit hat darin bestanden, dass man seine Werke für einen Markt produzieren konnte und dann dort erfolgreich vielfältig verkauft hat. Das war die Freiheit der Kunst. In England gab es ein Publikum dafür. In England hat man die Zensur dann eingeschränkt, weil das war nicht, der Markt war so bedeutend, auch ökonomisch schon, dass man nicht die Zensur einsetzte, um den Erfolg, den ökonomischen Erfolg von Schriftung zu verhindern. Daher war es möglich, dort in Freiheit zu produzieren. Das war die Freiheit der Kunst. Das war hier so nicht gegeben und so konnte man es auch nicht diskutieren. Wenn wir uns also jetzt Sonnenfels anschauen in Bezug auf Literatur und auch Theater, dann hat er versucht zu argumentieren auf den Feldern, was gut und richtig und interessant ist. Er hat zum Beispiel in Bezug auf Shakespeare eine eher konservative Position, wobei das damals Mainstream war noch. Shakespeare galt nicht als Klassiker, sondern Shakespeare galt als ein eigentlich im ästhetischen Urteil bedenklicher Autor, weil er, da war glaube ich die Französische Akademie auch von Bedeutung, also irgendwie musste Literatur und Theater reinsortig sein, also so wie Wein, ja? Also es gab kein Cuvée. Wenn etwas eine Tragödie war, hatte es ernst zu sein und keine Einsprengseln zu haben, man Falstaff oder sowas, war unmöglich. Ja? Eine Komödie, gut, Komödie, da lacht man. Ja? Aber da durfte es dann auch nichts Tragisches enden. Ja? Also so reinsortig hatte Literatur auch Theater zu sein. Und Shakespeare hat diese Ansprüche nicht erfüllt. Es war ziemlich schwierig und erst im Verlauf des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ist das, was heute selbst der große Klassiker Shakespeare durchgesetzt worden. Sonnenfels steigt auch noch auf diesen damals im Mainstream sich befindlichen Urteil ein. Also Shakespeare ist durchaus ein Autor, den man als etwas fragwürdig empfinden kann. Trotzdem, das habe ich gesagt, witzig, er verweist zum Beispiel in irgendeinem Brief, sagt er, ja, jetzt hat er leider den Shakespeare quasi im Original nicht bei der Hand. Aber glücklicherweise hat er die Übersetzungen des Wieland in seiner Bibliothek. Das ist ein Hinweis auf die damals, waren die ersten großen Shakespeare-Übersetzungen von Christoph Martin Wieland. Und das ist ein Verweis. Also er empfiehlt damit auch zeitgenössische Literatur. Und wenn man diese seine Schrift und auch über den Geschäftsstil liest, dann kommt man drauf, dass er da eigentlich von einer beachtlichen Fähigkeit des begründeten Urteils ist und dass er auch argumentativ vermitteln kann, warum das interessant ist. Also er eröffnet eigentlich immer wieder Diskussionen oder ermöglicht Diskussionen und vermittelt zugleich auch die Weite der Welt in dem provinziellen Wien. Zum Schluss nur die Bedeutung, ja, auch der Sprache eben. So wie die durch Erziehung und Lektüre allgemeiner werdende Sprachverbesserung, ja, sich bis in die Kanzleien verbreiten wird. Das steht da in der Einleitung von über den Geschäftsstil. Dann sagt er, das ist ganz wichtig für die Beamten, jede Wissenschaft, jede Kunst, jedes Handwerk hat seine Kunstsprache. Warum soll, was vom Mathematiker an bis zum Hufschmiede jedem in seinem Gewerbe erlaubt ist, dem Manne, der über Angelegenheiten der öffentlichen Verwaltung zu sprechen, zu schreiben hat, untersagt sein. Also es ist wieder, die Beamten müssen überhaupt das Selbstbewusstsein entwickeln, aber das soll gefördert werden. Und auch ganz interessant, jeder Schriftsteller muss deutlich sein, bei Strafe ungelesen aus Händen gelegt zu werden.
Sprachunrichtigkeit macht eine Schrift nur ekelhaft. Undeutlichkeit macht sie ekelhaft und zugleich unbrauchbar. Bei einem jeden Aufsatz wird eine zwiefache Deutlichkeit gefordert. Deutlichkeit von der Seite des Stoffs und Deutlichkeit von der Seite der Sprache. Also da ist sein ursprüngliches Anliegen von Sprachverbesserung und Förderung der deutschen Sprache und Literatur, drum der Lehrstuhl für Rhetorik, geht ein in die Gestaltung der Sprache und des Handwerks der Beamten und der Gestaltung alles, was schriftlich ist, aktenkundlich und so weiter zu machen. Und das ist auch sein Interesse an Literatur und Theater. Und jetzt kann man im Einzelnen, das wie immer bei der Diskussion, kann man natürlich das eine für gut und das andere für weniger gut finden und so weiter. Aber das muss man als grundsätzliche Intention sehen und besonders erfolgreich das über den Geschäftsstil. Und das hat wirklich gestattet, oft auch, muss man sagen, bis zum Ende der franziskanisch-josephinischen Ära eine Widerständigkeit der Beamten, nicht alle, nicht so, nicht? Aber doch eine Widerständigkeit vieler Beamten und eine Eigenständigkeit und einen Selbstwillen. Es konnte vorkommen, dass im Verlauf des Ersten Weltkrieges ein Sektionschef ein pazifistisches Gedicht geschrieben hat und das pazifistische Gedicht, anonym natürlich, nicht? Das pazifistische Gedicht bei der Arbeiterzeitung abgeliefert worden, das ist dann zensuriert worden. Aber immerhin, das muss man sich vor Augen halten, ja? Also, es gab nicht nur Hechts, die Diktatur herbeigeführt haben, sondern es gab auch hohe Beamte, die eigenständig gedacht haben. Und das geht aber eigentlich zurück auf die Tradition der neuen Beamtenschaft in der Maria-Theresianisch-Josephinischen Ära und sehr wesentlich auf das Schrifttum von Joseph von Senefels. Seine Zitate über den Sonnenfels vermuten lassen. Das war er nicht. Er hat sich später als Kaiser des Sonnenfels ganz prominent bedient, indem er seine Polizei hat einrichten lassen. Ja, ja, ja. Und alles, was über den Sonnenfels so im Privaten gesagt würde, würde ich nicht so auf diese Waagschale legen, weil im Prinzip hat der Sonnenfels die Polizeireform gemacht. Und er hat also diese Einrichtung der Polizeireform war ja sensationell, ja. Und unglaublich. Ich halte ja eh die Heiderprediger für übel. Ich meine, man muss ja das nicht zitieren, wenn man jeden Barcelona-Tratsch zitiert, das ist ja absurd. Ja. Also, ja. Aber danke auch für diesen Hinweis. Ich wollte den nicht runter. Er hat ihn ja gebraucht, jedenfalls. Ja. Aber darf ich da ganz kurz was sagen? Ich habe das von dir geführt, du hast mir den Nachwort der Heiderprediger teilweise mehr hineingelegt, als eigentlich denen ist. So würdigen auch seine späteren Biografen. Wenn man es anders nimmt, so würdigen auch seine späteren Biografen, schaut es wieder ganz anders aus. Das ist ein Leopold sei der Biograf von Sonnenfels. Die Betonung anders ist, schaut ganz. Also, ich glaube, du bist dem Text so ablehnend gegenüber, dass du auch Dinge hineinlegst, die vielleicht gar nicht drin sind. Bitte verzeih mir diese Antwort. Ich habe in einer frühen Fassung, das habe ich geschrieben, ja. Habe ich dazu geschrieben, dass ich nicht glaube, dass diese Äußerungen, ja, von der Heiderprediger und diese Zitate böswillig sind, sondern sie sind nur unbedarft und unbedacht. Ja. Inzwischen bin ich aber eigentlich der Meinung, nein, die sind schon bedacht. Weil beim genaueren, das ist ja ein gründliches Werk, ja, und sie hat also hier, es ist ja bemerkenswert, wenn man hinten nachschlägt, und inzwischen haben wir die Mühe gemacht, damals war das mir nicht so bedeutsam, wenn man sie da im Einzelnen dann anschaut, kommt man drauf, sie begreift gar nicht die Qualität der Äußerungen. Und wenn sie John Milton, Edison und Steele, Zeitgenossen haben den Sonnenfels den österreichischen Edison genannt. Ja? Und die haben ja noch gewusst, was die damit meinen, nämlich so einen Zivilisator auf intellektuellem Gebiete.
Und das alles, da wird immer klar, dass die Autoren, ne, Tristram Shandy, ja, ich meine, das ist unglaublich, das muss doch eine Literaturwissenschaftlerin des 20. Jahrhunderts, muss sie doch wundern, dass im provinziellen Wien, ja, ich würde dir wieder, so provinziell ist Wien nicht gewesen. Nein, das vergessen wir manchmal wieder. Ne? Aus dem Grund, weil natürlich die Literaturgeschichtsschreibung bei Matzenkrieg, ja, und ich weiß nicht, wie man das nennen will, nicht? Und auch und auf diese multilinguale, multikulturelle, ja, Metropole eigentlich. Haupt- und Residenzstadt. Das und war das, ja. Da gibt es einen Literaturaustausch mit ganz Europa. Ja. Das, genau. Das darf man nicht vergessen. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass Goethe und Schiller nie in Wien waren, dass sozusagen durch diese Lichtadelung, sozusagen diese Stadt irgendwie. Ja, natürlich. Weil die beiden waren ja bekanntlich in Wien, wurden ja dann gefeiert, weil die Denkmäler, die haben ja auch noch. Aber erst 19. Jahrhundert. Okay. Aber unser Geschichtsbild, unser literaturhistorisches Geschichtsbild ist ein 19. Jahrhundert. Das haben wir. Wobei man sagen muss, gerade Goethe, der wird auch gern zitiert gegen ein Sommerfest, weil er in der Jugendzeit, Sturm und Drang, da gibt es eine wunderschöne Schrift über die Liebe des Vaterlandes von Sommerfest im Theresianum. Und eigentlich ist es beachtlich, weil da bringt er in der Schrift bei aller Huldigung für die Majestät, bringt eigentlich alle republikanischen Tugenden ein. Fantastisch, also geht sowas nicht. Und übrigens, man muss also Sonnenfels seine Ansprachen an die adelige Jugend lesen. Es gibt nichts so Radikales. Ja. Also nur die Guillotine fehlt. Aber alles ohne bis zur Guillotine ist alles da. Wenn du das konzipierst über die Liebe des Vaterlandes, Sonnenfels, das ist genau ein Konzept, das natürlich im 19. Jahrhundert kein Mensch mehr versteht. Weil es gerade ein Staatskonzept ist, das nicht auf eine nationale Sprache, genau, auf eine Ethnie und so weiter abzielt. Kein völkisches Konzept. Also dass der Sommerfeld so ein bisschen zu wenig werfen wird, hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich das Nationalstaatskonzept im 19. Jahrhundert als das einzig Mögliche durchsetzt. Ne? Wenn man sagt, worauf kann der Staat sonst bauen, wenn nicht auf der nationalen Gemeinschaft. Und der Sommerfeld hat dieses... Ja, ich weiß nicht, das habsburgisch-imperiale, das ist ein völlig anderes Konzept. Oder? Ja, und noch dazu in der Phase des säkularen Staatswesens. Ja. Das ist eigentlich erst wieder aufgenommen worden in der österreichischen Bundesverfassung, muss man genau sagen. Ja. Also da ist wirklich, aber damals säkulares Staatswesen. Und die Maria Therese hat das ja noch, glaube ich, nicht so kapiert. Der Josef II., da ist die Staatsdoktrin schon durchgesetzt und so weiter. Und dann ist es wieder weg. Und ich glaube, das ist wirklich, ich wollte sagen, Goethe. Goethe hatte, in Jugend hat diese über die Liebe des Vaterlandes kritisiert, als Fürsten dienerisch und so weiter. Wapp, also war weg. Das war der junge Goethe. Dann war Goethe ein hoher Staatsbeamter in Weimar und hat auf einmal gesehen, mit diesem kleinen Staatswesen, was das bedeutet. Er hat das immerhin finanziell saniert. Das war ja die Basis zu einer guten Beziehung und so weiter. Ja. Ja, und später im fortgeschrittenen Alter begreift er auf einmal, dass der Sonnenfels, also erst einmal begreift er, dass der Sonnenfels in der Haupt- und Residenzstadt ist. Und er weiß selber, dass das, wo er ist, wirklich lächerlich ist. Ja, also Goethe hatte schon, glaube ich, einen Begriff von den Verhältnissen. Da beginnt er, da gibt es in der Goethe-Stelle, wo er dann sagt, ja, aber der kämpft ja gar dort gegen finstere, klerikale Kräfte und so weiter, ähnlich wie Lessing, schätzt plötzlich Goethe Sonnenfels Rolle am Hofe ganz anders ein als vorher. Aber da war er schon selber, Stassel ist selber von den Romantikern als Fürstenknecht, nicht, die diffamiert waren, der in der Weise auch nicht war. Goethe war viel mehr Aufklärer, als man wahrhaben will. Aber wie immer, das ist interessant, dass Goethe also da sein Verhältnis zu Sonnenfels deutlich verändert hat. Nicht zuletzt natürlich, du hast Freimaurerei angesprochen, nicht zuletzt Sonnenfels war ein bedeutender Freimaurer und Goethe auch. Zwar wird er jetzt immer denunziert, dass er mit seinen Fürsten in die Loge gegangen ist, um die auszuspionieren.
aber das ist zum Blödsinn. Also ja, vielleicht. Aber jedenfalls Goethe ist interessant, bei seiner italienischen Reise kontaktiert er in Neapel und auf Sizilien alle bedeutenden Freimaurer dort. Leider, die meisten davon werden dann liquidiert von Nelson im Rahmen des kontrarevolutionären Themas. Also das sind alle Opfer, aber er hat da noch Kontakt und das ist wirklich bemerkenswert, dass da diese Freimaurerkontakte eine bedeutende Rolle gespielt haben, weil das waren aufgeklärte und gelehrte Menschen. Also Goethe auch hier und er hat den Unterschied gekannt, nicht die Provinz. Er hat gewusst, wo die Provinz ist. Würden Sie sagen, dass Sonnenfels also mehr von den Engländern beeinflusst war als von den Franzosen? Nein, sondern das sei. Also ja, ich habe nur, weiß ich, das liegt an mir. Okay. Ich verstehe was vom Englischen, aber er hat Diderot und D'Alembert, ja, so hat er erwähnt, und auch Diderot in Bezug auf das Schauspiel. Ich habe da den Eindruck gehabt, die Engländer kommen stärker vor, weil sie auch bedeutsamer sind für sein Projekt. Also für das Projekt der Aufklärung, Edison und Steele. Auch die anderen Autoren. Man hat immer wieder was daraus gemacht, dass der Gegensatz zum Kaunitz, weil der Kaunitz zum Französischen geneigt hat und der zum Deutschen. Das kann sein, aber de facto hat der Kaunitz den Sonnenfels, wo er da konnte, unterstützt. Ja, und gerettet. Das wäre aber sonst nicht möglich gewesen. Das ist, nein, aber das war man hat dann immer wieder auch im Biografischen versucht, bei den Aufklärern reale, zum Teil sind wirklich auch Widersprüche gewesen, aber mein Gott, die müssen ja nicht, das war keine Einheit, die Aufklärung war kein Einheitsbrei. Ja, so, die haben unterschiedliche Positionen gehabt. Aber gerade beim Kaunitz übrigens, der hat 1776 frisch gedruckte Schrift von Adam Smith bekommen, ein Exemplar, und das im Nu gelesen. Ja. Also das muss man auch sehen. Oder der Kontakt zu England, und zwar nicht also auch zu einem aufgeklärten England, war durchaus da. Der junge Franz Wies, also der damalige dann Baron Franz Witten, also der Vater war der Arzt, der Leibarzt der Maria Therese. Der junge Franz Witten wurde auch nach England geschickt und so weiter. Also es gab ja Kontakte zu England, und zwar gerade auch in Bezug auf diese geistigen Sachen, und kann man sich vorstellen, die Wealth of Nations wird quasi zeitgleich hier studiert und offensichtlich verständig gelesen. Das ist beachtlich. Ne? Machen wir 10 Minuten Pause.